Hello everyone and welcome to our video series on Learn German Intermediate. In the previous lesson, you learned how to make sentences with zu and damit. You also learned the difference between them. In this lesson, you will be learning how to make sentences with ohne das and ohne zu. To practice what you learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. So, fangen wir an. Lektion 15. Ohne zu oder ohne das. Wenn in dem Nebensatz die eigentlich erwartete Handlung fehlt, dann benutzt man ohne zu oder ohne das. Erstmal ein paar Beispiele. Sie hat Platz genommen, ohne zu fragen. Er ist verschwunden, ohne dass er etwas sagte. So, jetzt lernen wir, wie man Nebensätze mit ohne das bildet. Ohne ist eine Akkusativpräposition, aber zusammen mit das funktioniert als eine Konjunktion. So, hier sind ganz normale zwei Sätze. Er besuchte uns. Er informierte uns nicht. Normalerweise wird man immer vor einem Besuch informiert. In diesem Fall ist die Aktion, dass er uns nicht informierte, unerwartet. Deshalb sagt man, er besuchte uns, ohne dass er uns informierte. So, whenever in the subordinate clause there is an action taking place that is not expected, then you will use ohne das. Now let's look at the details. Er besuchte uns, ohne dass er uns informierte. Er besuchte uns ist der Hauptsatz, ohne dass er uns informierte ist der Nebensatz. Die Konjunktion ohne das steht am Satzanfang vom Nebensatz. Im Nebensatz steht das Verb am Ende. Zwischen Hauptsatz und Nebensatz ist ein Komma. Man kann den Satz auch so formulieren. Ohne dass er uns informierte, besuchte er uns. Hier steht der Nebensatz vor dem Hauptsatz. Die Konjunktion ohne das steht am Satzbeginn. In dem Nebensatz steht das Verb am Ende. Und in diesem Fall beginnt der Hauptsatz mit dem Verb. Zwischen beiden Sätzen steht ein Komma. Hier ist noch ein Beispiel. Sie übersetzt einen Text, ohne dass sie ein Wörterbuch benutzt. Ohne dass sie ein Wörterbuch benutzt, übersetzt sie einen Text. Manchmal benutzt man auch die K2-Form, wenn man Sätze mit ohne das formuliert. Zum Beispiel, sie übersetzt einen Text, ohne dass sie ein Wörterbuch benutzt hätte. Wir lernen K2 in Detail in einer späteren Lektion. Und jetzt kommen wir zu Infinitivsätze oder Nebensätze mit ohne zu. Und hier ist ein Beispiel. Er ist gegangen, er hat sich nicht verabschiedet. Auch hier ist eine Aktion, die nicht erwartet ist. Er ist gegangen, aber er hat sich nicht verabschiedet. Also, dann kann man sagen, er ist gegangen, ohne sich zu verabschieden. So, noch einmal, er ist gegangen, er hat sich nicht verabschiedet. In beiden Sätzen ist das Subjekt gleich, er. So, man kann sagen, er ist gegangen, ohne sich zu verabschieden. Er ist gegangen ist der Hauptsatz, ohne sich zu verabschieden ist der Nebensatz. The sentence structure is the same as for the sentences with zu. You can make these sentences because the subject in the Hauptsatz and in the Nebensatz is the same. Zwischen Hauptsatz und Nebensatz steht ein Komma. Das Subjekt verschwindet. Das Verb steht im Infinitiv am Ende. Zu steht vor dem Verb im Infinitiv und ohne steht nach dem Komma. Hier ist noch ein Beispiel. Sie hat uns geholfen, ohne es zu wissen. Diese Sätze kann man auch so formulieren. Ohne es zu wissen, hat sie uns geholfen. Hier steht der Nebensatz vor dem Hauptsatz. Bitte vergessen Sie nicht, der Hauptsatz beginnt mit dem Verb. You can also begin with the Nebensatz. Do remember, Nebensätze end with the verb. And in this case, the Hauptsatz will begin with the verb. Was machen wir, wenn wir ein Modalverb im Nebensatz haben? Hier ist ein Beispiel. Sie nimmt an einem Kochwettbewerb teil. Sie kann nicht kochen. In dem Nebensatz das Modalverb ist kann. Der Satz mit ohne zu ist: Sie nimmt an einem Kochwettbewerb teil, ohne kochen zu können. Das Modalverb steht dann am Ende im Infinitiv nach dem zu. Was passiert, wenn wir ein trennbares Verb im Nebensatz haben? Hier ist ein Beispiel. Sie geht in die Kälte. Sie zieht sich nicht richtig an. Das trennbare Verb hier ist anziehen. So, mit ohne zu sagt man, sie geht in die Kälte, ohne sich richtig anzuziehen. Zu steht zwischen Präfix und Verb im Infinitiv am Ende. Jetzt sehen wir, was passiert, wenn das Verb in dem Nebensatz im Partizipperfekt steht. Hier ist ein Beispiel. Man kann diese Übung nicht machen. Man hat die Regel nicht gelernt. Mit ohne zu sieht der Satz so aus. Man kann diese Übung nicht machen, ohne die Regel gelernt zu haben. Hier steht zu vor dem Hilfsverb im Infinitiv am Ende. So, wann bildet man Sätze mit ohne das und wann bildet man Sätze mit ohne zu? Hier ist ein Beispiel. Sie kauft ein Kleid, sie probiert es nicht an. Das Subjekt in dem Hauptsatz, sie, und das Subjekt im Nebensatz, sie, sind gleich. In so einem Fall kann man beide Sätze formulieren, mit ohne zu und mit ohne das. Sie kauft ein Kleid, ohne dass sie es anprobiert. Sie kauft ein Kleid, ohne es anzuprobieren. When the subject in both the sentences is the same, then you can make the sentence with either ohne zu or ohne das. The only thing you should remember is, in sentences with ohne das, the verb is conjugated and placed at the end. Whereas in sentences with ohne zu, the verb is placed in infinitive at the end. Also important is that the sentences with ohne zu don't have a subject. Let's look at another example. Sie weint. Ich habe ihr nichts gesagt. So, man kann sehen, dass das Subjekt im Hauptsatz und das Subjekt im Nebensatz nicht gleich sind. In dem Hauptsatz ist es sie und in dem Nebensatz ist es ich. In so einem Fall kann man nur einen Satz mit ohne das formulieren und nicht mit ohne zu. Sie weint, ohne dass ich ihr etwas gesagt habe. Ein Satz mit ohne zu ist leider nicht möglich. So when the subject in both the sentences is not the same, you can only make sentences with ohne das and not with ohne zu. To practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss, auf Wiedersehen!